Moin, war ein Seebuschkraft. Ja, wir sind heute in so einem kleinen Waldschiff, da war ich als Kind schon. Ich wundere mich, was sich hier alles so verändert hat. Man erkennt eigentlich überhaupt nichts mehr wieder, wenn ich eigentlich bin. Das ist auch schon ein paar Jahre her. Es geht heute um den Südharzer Kaffeebaum. Der Südharzer Kaffeebaum ist nicht zu verwechseln mit der Schwarzwälder Cappuccino-Tanne. Also, das ist ganz was anderes. Ich zeige euch das mal. Und zwar ist hier, wir haben gerade Glück, die sind heute jetzt in Blüte, ne? Frühjahr. So sehen die Blüten aus. Und wenn ihr die so schüttelt, dann hört ihr schon, die müsste reif sein. Wenn sie leicht aufgeht, so einwandfrei, die ist reif. So, und dann ist hier, das ist der Blütenstamm. Ich zeige euch das jetzt mal hier. Ne? Hier ist Kaffeeweißer. Also das ist der ideale Baum eigentlich. Das ist der Buschkrafter Kaffeebaum überhaupt. Hier ist Kaffee drin. Also die ist ziemlich voll. Ne? Die anderen, ich habe noch keine anderen Früchte gesehen. Ich gucke nachher nochmal nach einem Kakaobaum. Vielleicht finden wir auch noch einen Brötchenbaum oder einen Wurstbaum. Wir finden vielleicht nachher auch ein Brötchenfeuer. Da mache ich ja den Mettwurst am liebsten. Oh, wir sind noch auf der Suche auf dem Brötchenfeuer. Du kannst doch mal einen Schwenk durch unser kleines Zwischenlager machen. So, aber schön. Schön. Na? Perfekt. Auch wie gesagt, ich war so mal als Kind hier. Ihr seht auch. Kameramann. Das ist interessant. Ich war so als Kind hier, also ich weiß nicht, irgendwie hat sich das total verändert. Vor allen Dingen wundere ich mich jetzt heute, was für ein kleines Gebiet das eigentlich ist, wo man hier so ist. Das ist eigentlich nur zwischen, hier ist eine, da hinten ist eine Straße, hier ist eine Bahn, eine Bahnschiene, da hinten ist ein Industriegebiet. Und früher, gut, früher war das Industriegebiet noch nicht, aber die Straße und die Bahnschienen waren schon da und das war irgendwie riesig so. Als Kind hat man dann gedacht, Wahnsinn, der Abenteuerspielplatz überhaupt. Wenn du heute herkommst, denkst du, ja, das war's? Ja. Vor allem muss ich vorstellen, hier liegt immer noch Müll rum, sag das mal. Sowas ist natürlich eine Sauerei, aber das ist doch so ein alter Gitterbox oder irgendwie. Keine Ahnung. War damals wahrscheinlich so üblich, dass die Türme gesagt haben, weg mit dem Zeug. Hier haben wir auch. Das ist Natur. Hier haben wir auch. Das nehmen wir immer für unsere Fischfalle, die als Befestigung. Die vorherige war hier. Ja, die müssen wir mitnehmen. Die lag jetzt das ganze. Bestimmt ein Jahr. Ein Jahr drin, aber ich habe keinen Fisch gefangen. Also die können wir schon mal. Also Plan A, das ist eigentlich schon sehr gut. Wir haben, wenn man hier mal guckt, wir haben schon ein bisschen Dreck gefunden, also sehr gut Sachen. Hat man schon dabei. Satt werden tust du das nicht. Perfekt. Wenn es jetzt regnet, heute sieht es ein bisschen komisch aus. Ja. Die ganze Woche war super Wetter, aber. Jetzt. Ich musste leider arbeiten und jetzt am Wochenende haben sie schon wieder, nächste Woche haben sie schon wieder Schnee oder irgendwas angesagt. Ich weiß auch nicht. Irgendwie ist es ein bisschen seltsam. Gut. Man kann auch mal wenig aufhören. Außerdem wird das erste Video, wo es vielleicht, wenn es klappt, geschnitten wird. Ich koche jetzt erstmal einen Kaffee. Ey, super, haben wir vergessen. Ne, Papa, das war vielleicht das erste Video, wo geschnitten wird. Mal gucken, wie es. Wenn es mit diesem komischen Programm klappt, oder? Alles ganz gut. Ich mach's immer so lange Weile. Macht Spaß, Kameramann, ne? Mhm. Hab ich doch gleich angefunden. So. Dann werden wir uns mal auf die Zange schnitzen. Ich hab nämlich keine Lust mehr, die Pfoten zu verbrennen. Was ist hier eigentlich drin? Ganz rein, alles Mögliche. Oh, warte mal, das brauchen wir schon mal. Guck hier, Reichseigentum. Alt und rostig, aber funktioniert. Dafür, dass ich schon mir ewig was Neues kaufen wollte, schleppe ich das Ding immer noch mit umher. Und das war es eigentlich schon. Noch eine Säge, noch ein Messer. Man hat ja nie genug. Hier ist noch eine Heckenmatte. Aber hier ist ein bisschen schlecht, oder? Geht mindestens hier zwischen. Ja, da hinten. Mal gucken, ob die Bäume überhaupt halten. Ich finde die auch ein bisschen schräg. Die halten nicht schon mal keine Bank. Wenn nicht, kannst du auch nicht tief fallen. Ja gut, auf Steine. Muss aber wir müssen das mal vorher halten. Alles klar, dann würde ich sagen, bis dann.